Gracias por being here. Muchas gracias. Muchas gracias. Wir brauchen auch gut ausgebildete Pflegekräfte aus dem Ausland. Deswegen war ich vor 2 Monaten in Mexiko-Stadt, um dort zu schauen, wie die Pflegeausbildung ist und um zu werben für die Arbeit hier bei uns in Deutschland. Dabei habe ich auch Pflegeausbilder aus Mexiko von verschiedenen Pflegeschulen eingeladen, hier zu uns nach Deutschland zu kommen. Und die sind jetzt da und werden sich in den nächsten Tagen in 3 Städten in Berlin, Köln und Düsseldorf 10 Einrichtungen rund um die Pflege und die Pflegeausbildung anschauen und einen Eindruck davon bekommen, wie Pflege hier in Deutschland ist. Wir wollen Kooperationen möglich machen zwischen den Pflegeschulen. Wir wollen aber auch, dass die mexikanischen Pflegeausbilder guten Gewissens sagen können, dass ihre Pflegeschüler sich auch hier für Deutschland entscheiden können. Vor allem dann, wenn sie zu Hause auf dem eigenen Arbeitsmarkt keine Arbeit finden in der Pflege. Es geht also nicht darum, Mexiko die Pflegekräfte abzuwerben aus den Krankenhäusern, sondern es geht vor allem darum, auch jungen Menschen, die in Mexiko selbst trotz ihrer Pflegeausbildung keine Perspektive haben, hier für uns eben eine gute Zukunft anzubieten. Diese Kooperation wollen wir intensivieren, indem demnächst auch mal deutsche Ausbilder und Schulen sich in Mexiko umschauen. Und dann haben eben alle Seiten was davon. So stelle ich mir gute Zusammenarbeit bei Zuwanderung vor, zum Vorteil von allen.